Machen wir das mal irgendwie ganz unkonventionell an der Stelle. Okay, da haben wir nichts mehr. Jetzt muss ich mir das nochmal angucken. Ich dachte, da hing noch was. Nee, offensichtlich hing da gar nichts mehr. Aber ich höre unseren komischen Kasper da oben rumlaufen. Okay. Dann machen wir einfach hier wieder dicht. So. Das lasse ich jetzt mal offen an der Stelle. Da. Oh, ach so. Ich dachte schon, was ist hier los? So. Kohle lassen wir, Kohle lassen wir. Da hauen wir mal ein Stück Dings rein. Das sieht doch gut aus hier. Komm zu Papa. Problem ist, ich habe gleich schon wieder die nächste Spitzhacke durchgebracht. Und über mir turnt irgendwo einer rum. Da oben haben wir auch noch was. Okay. Gut. Dann werfen wir nochmal einen skeptischen Blick in die Runde. Sieht ja bisher schon ganz gut aus. Ich will aber nochmal diese Stelle sehen mit der dunklen Höhle. Wo war das bloß? Da oben, ne? Das sieht gut aus. So. Hier kommen wir auch relativ schnell rüber. Ja, da ist unbeleuchtet. Das wird jetzt etwas länger dauern. Ich hoffe, die Spitzhacke macht das noch mit. So. Dauert gar nicht länger. Hallo? Verschwinde. Hier gibt's eine Menge Kies, aber will ich den hier jetzt rausklötern, ist die Frage. Vielleicht um mal zu gucken, ob es dahinter irgendwas gibt, ne? Warum eigentlich nicht? Ich weiß warum nicht, weil da meine Schaufel kaputt geht. Egal. Bei der Schaufel ist das noch relativ egal, da haben wir ja noch eine frische. Aber ja, Spitzhacke wäre es etwas ärgerlich. So, ich möchte auch draußen eigentlich Kieswege machen später. Zwischen unseren Häusern oder so. Deswegen nehme ich das jetzt doch mal alles mit hier, was ich finde. Ja, das hat sich hier quasi nicht wirklich gelohnt. Bisschen Kohle können wir jetzt noch mitnehmen. Mache ich auch. Aber ich dachte, hier ginge es eventuell noch weiter. Da wurden wir leider enttäuscht. So. Die beiden noch. Warum sage ich eigentlich immer so? Ich habe keine Ahnung. Ist irgendwie eine schlechte Angewohnheit von mir, immer so zu sagen. So. Oder fuck, ey. Wer ist L? Gut. Reicht. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Da oben gibt's noch ganz viel. Aber das ist nervig, da hinzukommen.
würde ich jetzt mal auf den ersten Blick sagen. Oder was meint ihr? Kommt man denn nach da ganz oben? Ach, über meine Treppe, hoch, 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 hoch. Nee, da reicht auch die Spitzhacke nicht mehr vor allem. Ich mach mal kurz eine andere Playlist an. Was nehmen wir denn da mal? Nehmen wir mal fröhlich. Ach ja. Den will ich haben. Eigentlich völlig nutzlos, aber man soll mir ja nicht nachsagen, ich würde mich auch also nicht für Kleingeld hier krumm machen. Was ist denn da oben? Fragen über Fragen. Hallo. Hier waren wir definitiv auch noch nicht. Ah, so sieht das auch ganz nett aus. Ich gehe jetzt auch mal nicht davon aus, dass uns hier gleich irgendwie alles auf den Kopf fällt. Experience. Alter, ich bin fast Level 30. Uah, nein! Wow, und ich höre einen Zombie. Alter, das war gefährlich. Und bevor einer von den anderen auf die Idee kommt, sich hier irgendwie tot zu klopfen da oben, nur weil da ein bisschen Kohle ist, mache ich hier einfach mal zu. Kommt her, wir machen das so. Irgendwo wohnt hier wer. Das ist bestimmt ein ganz fröhlicher Zombie. Bei so einer fröhlichen Musik kann das auch nur ein fröhlicher Zombie sein. Wahrscheinlich tanzt der zu der Musik da oben auf der Kohle rum und während ich die so weghacke, denkt er sich, ach, ja, wie schön ist das Zombie-Leben. Und fällt mir dann auf den Kopf. Nee, mach da nicht. Haben wir Glück gehabt. Ach du Scheiße. Wie weit geht denn das hier? Ich sehe überhaupt nichts. Naja. Immerhin ist es nicht besonders tief, also das ist jetzt hier nur so eine, ja, wie soll ich denn das mal nennen? So eine Aussparung im Fels, voll mit Kies halt. Und Erde. Kies und Erde. Dich nehme ich auch noch mit. Wollen wir mal hier ein bisschen buddeln. Aber ich glaube nicht, dass wir hier noch irgendwas Tolles entdecken werden. Nee, das ist einfach eine Menge nix und da habe ich jetzt auch keine Lust weiter zu graben. Gehen wir mal hier einfach den Stollen weiter. Blip. Was ist das denn? Da hinten war schon mal wer.
Und da machen wir einfach mal zu. Und gleich ist meine Spitzhacke hin. Was ist das für eine komische Konstruktion hier? Jetzt bin ich aber doch geil auf das Ding da unten. Aber da geht's noch nach oben. Wie machen wir das? Okay, machen wir das so. Da ist eine Hexe. So, die Hexe, die lassen wir jetzt einfach mal Hexe sein. Da ist ja der Knuff. Hat sogar eine Möhre dabei gehabt. Wie cool ist das denn? Okay, da gehen wir gleich nach oben. So, und hier machen wir uns jetzt als allererstes mal einen Crafting-Tisch. Blub. Und da machen wir uns einen Ofen. Ja, sieht ruhig aus. Immer mal wieder gucken ist wichtig. So, Fackeln haben wir jetzt auf jeden Fall mehr als genug. Ich traue der Sache noch nicht. So, es war bescheuert, aber die Sachen, die ich nicht brauche, packe ich jetzt hier einfach mal weg. So, das kann weg. Viel Platz haben wir ja nicht mehr. Naja, egal. So, machen wir mal die Hälfte da rein. Da schmelzen wir uns ein bisschen was. Und hier, jetzt habe ich fast die ganzen Sticks verbraten, ich honk. Machen wir uns mal eine neue Axt. So, da ist er auch schon notwendig. Jetzt bin ich schon wieder am Kohle scheffeln. Ich wollte keine Kohle mehr scheffeln. Naja, lass ich mal offen. So, Eisen nehmen wir mit. Das kann hier ruhig mal weiter brutzeln. Achso, die Kohle hatte ich dafür mitgenommen. Ah, ein bisschen schattig hier. So, da oben war irgendwo eine Hexe. Alter! Vielleicht war es auch ein Enderman. Würde mich da spontan nicht festlegen wollen, wenn ihr versteht, was ich meine. Noch einer. Aua. Skelett. Aua. Alter, mein Schwert ist kaputt. Aua. Pass mal auf, du. Ich werde dir heimleuchten. Und zwar mit dieser Fackel. So. Unglaublich. Was ist das denn? Hat der das eben gebaut? Der komische Enderman? Das ist ja abgefahren. Der hat hier mal so einen Tee hingebaut. Vielleicht hatte er was mitzuteilen und ich hätte ihn ausschreiben lassen sollen. Tee. T-H-X. Thanks. Oder hier hinter ist ein cooles Diamantenvorkommen und er wollte uns einfach nur ärgern, indem er das vor unseren neugierigen Adventure-Augen verbirgt. Wir werden es nie erfahren. Komische Gegend hier übrigens.
Mr. Watt. Nicht, dass ich mir vorhalten lassen muss. Ich würde die Kohle hier einfach so liegen lassen. So, das haben wir auch. Alter, hier kann man aber viel Kies abbauen. Ich finde es immer cool, wenn man hinter dem Kies auf einmal irgendwas entdeckt, wie, was weiß ich, ein Eisenvorkommen oder eine neue Höhle. Aber das Spiel scheint diesbezüglich heute mal nicht gut zu meinen mit uns. Das macht nichts. Das brauchen wir alles für unseren Kiesweg vorm Haus. So, machen wir da mal eine Fackel hin. Ist ja auch gleich geschafft. Platz haben wir auch noch. Schwert in der Hand. Und dann gehen wir hier mal weiter. Ich weiß gar nicht. Ei! Major Skeletti ist da hinten unterwegs. Hat mal auf, dich habe ich doch eben gerade schon getötet. Ist hier hinten eventuell ein Skelett-Spawner? Erstmal ist hier Eisen. So, und weil ich das nicht mag, dass man hier ständig und überall diese komischen Nischen und Löcher aufmacht, mache ich das jetzt einfach mal wieder zu. Die Kohle, die lasse ich jetzt einfach mal da. Würde mich totlachen, wenn ich hier gleich irgendwie so einen Lavazufluss aufhaue über mir. Naja, was heißt totlachen? Tatsächlich würde ich ein trauriges Gesicht machen. Aber ich glaube, ein bisschen lachen würde ich auch. So. Was ist denn das hier für ein Mist? Jetzt gehen uns hier die Steine aus. Dann nehmen wir mal normale Erde. So, kommen wir hier... kommen wir hier irgendwie dran vorbei. Ah, ich habe schon wieder so ein Geräusch gehört, so als gäbe es hier eventuell eine Höhle. Oder ist das einfach das Geräusch, so Achtung, Lava? Keine Ahnung. Machen wir hier einfach erstmal zu. Fackel. So. Weil wir noch nicht so viel Kies haben. Scheiß die Wand an. Egal, muss auch mit der Hand gehen. Dauert ja nicht lange. So, hier kommt man auf jeden Fall rüber. Das war jetzt irgendwie keine gute Idee, scheint mir. So, ist gerade nochmal gut gegangen. So. Juhu, eine Sackgasse. Ernsthaft? Ich dachte, wir finden jetzt hier endlich mal so einen komischen Dungeon, aber habe ich falsch gedacht. Gut, wisst ihr, was wir jetzt noch machen? Ich habe jetzt die 40 Minuten voll. Ich werde euch daraus zwei Folgen machen. Also... nicht, dass ihr euch wundert, aber eigentlich gibt's ja... braucht man sich bei mir eigentlich über gar nichts mehr zu wundern. So, jetzt nehme ich das Kram hier noch schnell mit. Weil in die Ecke werde ich mich höchstens nochmal verlaufen, aber nicht absichtlich laufen. Fackel, das lasse ich jetzt einfach mal offen. So, ja, du auch noch.
So, haben wir uns jetzt alle lieb? Jawohl. Zack. Ach! Na, ich hab's nicht gesehen. Ja, auch nicht. So. Frage ist, wie kommt man hier wieder raus? Ich muss irgendwie den Anschluss finden zu der großen Höhle. Ich habe mir natürlich nicht gemerkt, wo wir hergekommen sind.